Der Flugverkehr auf dem Flughafen Köln-Bonn ist wegen einer Protestaktion von Klimaaktivisten eingestellt. 5 Personen kleben sich am frühen Morgen auf dem Vorfeld fest. Die Kölner Polizei teilt mit, dass der Flugverkehr deshalb zum Erliegen kommt. Die Aktivistinnen und Aktivisten werden nun gelöst, was noch dauern kann. Es gibt Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr und Hausfriedensbruch. Die Gruppe Letzte Generation erklärt, dass mehrere Aktivistinnen und Aktivisten einen Zaun durchtrennen und sich in der Nähe von Start- und Landebahnen auf den Asphalt festkleben. Auf dem Netzwerk X teilt die Gruppe mit, die Aktion sei Teil einer internationalen Protestkampagne, die einen Ausstieg aus fossilen Energieträgern bis 2030 fordert. Ein Foto zeigt einen Aktivisten, der sich mit den Händen auf einer Rollbahn festklebt. Ein Banner mit der Aufschrift Öl tötet ist ebenfalls zu sehen. Die Gruppe fordert von der Bundesregierung ein rechtsverbindliches internationales Abkommen für den globalen Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle bis 2030. Friedliche und zivile Proteste an Flughäfen sind heute in mehreren Ländern angekündigt, darunter Großbritannien, Österreich, die Niederlande, die Schweiz, Kanada, die USA, Schottland und Norwegen. Der Flughafen Wien in Schwechat hat bereits Maßnahmen für kommenden Samstag angekündigte Störaktionen getroffen und ist mit 670 Polizistinnen und Polizisten in Alarmbereitschaft.